Meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Land. Nicht wegen dieser Landesregierung, sondern trotz Rot-Grün. Ich habe mich im Jahr 2010 entschieden, für den Landtag von Nordrhein-Westfalen zu kandidieren, um die Lebensbedingungen zu verbessern, den Wandel in ein neues, digitales und nachhaltiges Nordrhein-Westfalen zu gestalten. Nach 7 Jahren rot-grüner Misswirtschaft wird es Zeit, dass Nordrhein-Westfalen endlich im 21. Jahrhundert ankommt. Wer heute nicht die Grundlagen für die Digitalisierung legt, wer nicht die politischen und gesellschaftlichen richtigen Debatten führt und entsprechende politische Schlussfolgerungen daraus zieht, der wird am Ende das Nachsehen haben. Die Politik von SPD und Grünen gefährdet unsere Zukunftsfähigkeit und unseren Wohlstand. Ein 0% Wirtschaftswachstum war da erst der Anfang. Rot-Grün möchte den Strukturwandel gestalten. Beim Ausstieg aus der Steinkohle kann man Veränderungen innerhalb von Jahrzehnten planen. Aber in der heutigen digitalen und globalisierten Welt gibt es Veränderungszyklen von wenigen Jahren, ja manchmal sogar nur von Monaten. Da kann man es sich nicht leisten, die Trends der Zukunft zu verschlafen. Da bin ich der festen Überzeugung, dass es einen Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen mit der FDP braucht. Nicht um jeden Preis, nicht für den Preis, unsere Ideen zu verkaufen, aber diese Regierung hier macht mir Angst. Daher sollten wir alles unternehmen, damit Nordrhein-Westfalen wieder ein Land der Chancen und der Zukunft wird und nicht ein Land von Verboten, Einschränkungen und gesellschaftlichen Rückstands. Meine Damen und Herren, ich möchte Nordrhein-Westfalen mitgestalten und fit für die Zukunft machen. Jetzt fragen Sie sich, warum ich und nicht jemand anderes? Ich möchte Ihnen darauf eine Antwort geben. Zum einen kennen Sie mich seit meiner Zeit als Vorsitzender der Jungen Liberalen als einen kritischen, aber immer konstruktiven Kopf. Ich meine, damit wir als Freie Demokraten und Politiker glaubwürdig sind, brauchen wir selbstdenkende Menschen und keine Ja-Sager. Auch wenn es dem einen oder anderen manchmal schwerfällt, so ist die kritische Diskussion über Strategie und Inhalt wertvoller für ein gutes Ergebnis und für die Demokratie als eine stillschweigende Zustimmung. Ich meine auch, dass es uns gut tun würde, mehr zu diskutieren und den Diskurs zu führen, um die besten Ideen zu finden. Zweitens, ich glaube, da darf man auch klatschen. Es geht ja schließlich um die Zukunft unserer Partei. Zweitens habe ich in den letzten 7 Jahren bewiesen, dass ich mich in neue Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auf ein neues Kinderbildungsgesetz, Partizipation von Jugendlichen, aber auch Digitalisierung, Start-ups oder die Gründerkultur in Nordrhein-Westfalen einarbeiten kann. Hier habe ich versucht, neue Ideen öffentlichkeitswirksam darzustellen und uns ein starkes und selbstbewusstes Profil zu geben. Ich möchte auch in Zukunft Nordrhein-Westfalen weiter verbessern, unabhängig davon, ob wir in der Opposition den Finger in die Wunde legen oder in Regierungsverantwortung unsere liberalen Inhalte Realität werden lassen. Meine lieben Parteifreundinnen und Parteifreunde, da Sie aber auch wissen sollten, wer vor Ihnen steht, noch ein paar Sätze persönlich zu mir. Von Hause aus bin ich Versicherungskaufmann. Seit 2008 leite ich auch eine Versicherungsagentur als Familienbetrieb. Gerade diese Tätigkeit gibt mir eine Unabhängigkeit, um die besten Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung, ein Parlament aufzulösen, wie wir es vor 5 Jahren getan haben und uns quasi auch selber gekündigt haben, kann man nur treffen, wenn man nicht von der Politik abhängig ist. Meine Damen und Herren, ich bin 34 Jahre alt, seit Sommer diesen Jahres verheiratet und erwarte pünktlich zur Wahl eine kleine Tochter. Dann werde ich selber erleben, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf in diesem Land bedeutet und wo tatsächlich Nachsteuerungsbedarf besteht. Wenn ich Ihnen jetzt in meiner kurzen Vorstellungsrede noch keine Gründe gegeben habe, mir Ihr Vertrauen zu schenken, dann können wir das vielleicht in einem persönlichen Gespräch nachholen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen und ich die Freien Demokraten weitere 5 Jahre im Landtag von Nordrhein-Westfalen vertreten darf. Vielen Dank.